Heute gibt es ein kleines, aber feines Update der Philodendron Gloriosum. Und zwar sind hier genau zwei Stecklinge drin. Ich habe die im letzten Video schon bereits vorgestellt und heute wird es unbedingt Zeit, dass wir die eintopfen. Let's go! Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf dem Philodendron Karussell, nein, bei Podplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und wie eben schon mal angesprochen, wir werden die Philodendron Gloriosum Stecklinge, es sind genau zwei hier drin, heute eintopfen. Denn in dem letzten Video habe ich ja schon mal gezeigt, was wir mit den beiden Stecklingen gemacht haben. Wir haben sie hier reingetan und zwar mit Wasser, um die ganz einfach bewurzeln zu lassen. Und genau das ist jetzt auch weiterhin passiert. Das letzte Video ist etwa 3-4 Wochen alt. Und in der Zeit hat sich relativ viel getan. Und zwar, was sich getan hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier drin befinden sich, wie gesagt, zwei Stecklinge. Und wenn man sich das mal anguckt, wir haben ordentlich Wurzeln. Zack, Numero uno und zack, Numero dos. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und mir ist, ja, auch mir passieren Fehler. Was aufgefallen im letzten Video? Moment, ich fummel das Ganze jetzt erstmal wieder hier halbwegs unfallfrei wieder rein. Daran sieht man jetzt gerade auch, dass es allerhöchste Zeit wird, die einzutopfen oder umzupotten. Mir ist ein Fehler passiert und zwar folgendes. Mir ist, während ich das Video aufgenommen habe, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, da habe ich mir die Wurzeln nochmal genau angeguckt. Vielleicht blende ich auch gerade mal ein Video ein, ich weiß es nicht. Da ist mir aufgefallen, dass eine Wurzel gar nicht so auf Spannung hing, wie ich jetzt gerade hier gezeigt habe. Ne, die müssen wirklich, wenn ich die so halte und die zeigt nach links, dann bleibt die links. Es sei denn natürlich, die ist 50 Meter lang, dann wird auch durch die Schwerkraft die irgendwann mal nach unten gezogen. Aber so, ne, da ist Volumen drin, da ist Spannung drin. So, und bei einer Wurzel letzte Mal war es nicht der Fall. Die hing einfach runter und die war auch glasig. So, was ist passiert? Und zwar befindet sich hier drin Wasser. Klare Sache. Hier drinne befindet sich Wasser und zwar Osmosewasser. Das bedeutet, oder destilliertes Wasser, wie ihr wollt. Ich weiß, das sind zwei unterschiedliche Gedönse. Aber nährstoffarmes Wasser muss unbedingt benutzt werden, wenn wir Wurzelwachstum anregen wollen. Denn wir möchten damit bewirken, dass die Pflanze nicht ins Wachstum übergeht, sondern sagt, ich muss jetzt erstmal nach Nährstoffen suchen. Da wir hier drinnen keine Nährstoffe zuführen, wird die Pflanze niemals Nährstoffe finden. Und das ist das, was wir uns zunutze machen. Die Pflanze wird weiter Wurzeln ausbilden. Und irgendwann kommen wir dann ins Spiel und geben der dann irgendwann, wenn wir genug Wurzeln haben, dann die Nährstoffe. So, bis das der Fall ist, lassen wir das Wasser, was sich hier drin befindet, nährstoffarm. So, jetzt muss man aber, wichtig, das Wasser hin und wieder mal kontrollieren. Und das habe ich eine längere Zeit, ich schätze mal so eine Zeit von ja, 3 Wochen lang, nicht getan. Denn in der Zeit davor hat sich mit dem Wasser auch nie was verändert, aber plötzlich war es dann der Fall und ich habe nicht kontrolliert und plötzlich war eine Wurzel im Eimer. Was ist passiert? Und zwar an diesen Stecklingen befanden sich noch Reste, ne? Wurzelreste bzw. Reste vom Stiel oder Blattreste und die habe ich dann hier alle mit drin gehabt. So, das ist alles andere als steril und da, was passiert jetzt hier drin? Ein Prozess wird in Gang gesetzt, der dazu führt, dass diese Reste, die sich jetzt hier drin befinden, zersetzt werden. Und alles, was hier an biologischem Abfall sich hier drin befindet, führt dazu, dass unsere Nährstoffkonzentration erhöht wird. Und so hatte ich am Anfang, als ich hier Wasser eingefüllt habe, eine Nährstoffkonzentration gen 0. Hier waren so gut wie keine Nährstoffe drin, also wirklich 0. So, als ich das Video letzte Mal aufgenommen habe, die erste Folge, habe ich danach gemessen. Und was habe ich festgestellt? Hier drinnen befanden sich, habe ich gemessen mit einem Mikrosiemens-Messgerät, also ein Messgerät, was den Leitwert des Wassers misst, hatte ich einen Wert von 1600. 1600 bedeutet für so ein filigranes Wurzelwerk, ja, mehr oder weniger der Tod. Denn die Pflanze kann das überhaupt noch gar nicht so verpacken.
die hat jetzt da, die schwimmt quasi in Lava und verbrennt. So, um das jetzt mal bildlich darzustellen. Und hätte ich da kurz danach nicht drauf reagiert, dann hätte ich diese Pflanzen nicht mehr. Die wären im Eimer, hundertprozentig. Und ich bin direkt danach hingegangen, habe altes Wasser gemessen, habe gemerkt, oh, 1800 scheint ein bisschen hoch, weil ich wollte ja null haben. Ausgekippt, das Ganze nochmal durchgespült mit Osmosewasser und dann wieder weggekippt und natürlich nochmal die Wurzeln in Osmosewasser gespült, so dass da auch keine Reste mehr dran waren und dann wieder hier reingepackt. 3 Tage später gemessen und der Wert war wieder erhöht. Zwar nicht ganz so hoch, aber wieder ein bisschen. Dann habe ich nochmal ein paar Tage gewartet und der war noch höher. Dann habe ich das Ganze wiederholt, alles nochmal durchgespült. Ja, mittlerweile nach dem Durchspülen ist es jetzt gut. Jetzt bleibt der Wert so, wie er ist und da verändert sich nichts mehr. Aber jetzt hat die Wurzel ja auch augenscheinlich geschafft, sich zu etablieren. Das ist mega gut geworden, wie ihr gerade gesehen habt. Die Wurzeln sind riesengroß und wird jetzt Zeit, oder der Zeitpunkt ist auf jeden Fall jetzt gekommen, um die hier reinzupacken. Und zwar beide. Ich werde jetzt einfach beide hier reinpacken, weil wir haben ja genug Projekte auf unserem Kanal. Da wäre mit Sicherheit auch ein cooles Projekt draus werden können, aber nein, wir packen jetzt beide hier rein und erfreuen uns einfach nur an diese Pflanze. Ne? Okay. Jetzt möchte ich euch zeigen, was wir hier mittlerweile an Wachstum haben. Also klar, dadurch, dass wir, wie eben schon gesagt, so gut wie keine Nährstoffe im Wasser hatten, haben sich jetzt die Wurzeln etabliert und genau das war unser Ziel. Wir haben jetzt richtig, richtig, richtig schöne lange Saugwurzeln und tatsächlich ist aber auch ein Neuaustrieb zu erkennen. Hier unten, da seht ihr das. Also, was ist passiert? Wir hatten zu Beginn nur dieses Blatt und dieses Blatt. Diese beiden. Die haben wir, die befanden sich an einem Rhizom. Das haben wir durchtrennt und dann hier reingepackt. Dann ist Folgendes passiert. Dieses Blättchen hat sich herausgeschoben. Und bei dieser Pflanze natürlich dieses Blättchen. Auch wunderschön. So, dann weiter, nährstoffarme Lösung, sind die Wurzeln gewachsen und jetzt haben wir hier, oh Freude, Neuaustrieb. Perfekt. Gleiches wie hier. Ne? Das waren vorher eine Pflanze, dann ist durchgeschnitten worden, dann kam dieses Blatt. Guckt es euch nochmal hier an. Wunderschönes, neues, freshes Blatt. Und hier dran ist dann jetzt auch in den letzten Wochen das hier passiert, der Neuaustrieb. Auch mega cool, dauert jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr allzu lange. Dann haben wir hier auch das dritte Blatt. Und genau das ist mit den Pflanzen passiert. Und aufgrund der langen, großen, intensiv gewachsenen Wurzeln werden wir jetzt das Ganze hier reinpotten. Und zwar genau jetzt, Leute. Da haben wir unseren Lichuza-Topf. Der kostet, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gerade gesagt habe, bei Amazon fast durchgehend immer unter 10 Euro. Ich glaube 9,90 Euro. Finde ich mega cool. Hier bekommt ihr dabei, ich bekomme keine Knete von Lichuza. Ich bekomme generell keine Knete. Mal davon abgesehen, weil es interessiert sich keiner für meinen Kanal. Außer die coolen Leute und das seid ihr. Genau, ihr kriegt einen Wasserstandsanzeiger dazu. Ihr kriegt den Behälter dazu. Und hier drin, auch schon öfter mal hier auf dem Kanal gezeigt. Guckt einfach mal durch die Videos durch. Das ist jetzt nichts Selfmade, das ist jetzt von Lichuza. Hier unten befindet sich Wasser drin. Schmockwasser ist ein bisschen dunkel geworden. Das werde ich wahrscheinlich gleich auch nochmal auskippen, bevor ich das hier mache. Das kann man hier so rausnehmen, was auch eine coole Sache ist. Und, coole Sache. Hier drinnen befinden sich ganz schön viele Springschwänze. Genau, und dazu findet man überall mal in einem Pflanzenladen bzw. Gartencenter, die kriegt man überall hinterhergeschmissen. Ich mache viel im Garten, deswegen habe ich davon meistens immer viele übrig. Und zwar ist das sogar ein Recyclingtopf. Cool, wa? Genau, der kommt jetzt hier rein. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen was reingefüllt. Mineralisches Substrat ist auch schon durchgespült von der Firma Vulcatec. Ungedüngt, aber wir können auf jeden Fall gleich Dünger mit hier reinpacken, weil wie gesagt, wir haben ja jetzt genug Wurzeln. Und Pflanzen kommen jetzt hier rein. Wie gesagt, die Hälfte hiervon ist schon aufgefüllt mit mineralischem Substrat. Und hier unten wie immer unser Docht. Und zwar 2. Ne? Genau. Das packen wir jetzt hier rein. Ich nehme jetzt hier die beiden Pflänzchen und hoffe, dass wir das halbwegs hinkriegen.
die kommen ungefähr so hier rein. Und dann soll das Ganze auch gleich losgehen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Hier ist mein gelber Eimer. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal. Ich werde die Pflanzen wahrscheinlich voneinander abgewendet hier einpflanzen. Sieht einfach schöner aus. Und ja, da haben wir wieder das Problem, dass wir nur zwei Arme haben, aber wollen wir mal nicht meckern. Manche haben vielleicht nur einen Arm und das ist nicht witzig gemeint. So, und jetzt füllen wir hier einfach unser mineralisches Sand rein. Das Problem ist, unsere Pflanze ist gar nicht so lang. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die einigermaßen stabil kriegen und relativ mittig, weil soll ja auch noch was aussehen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ach, ist das nicht immer schön mit dem mineralischen Substrat. Das ist immer so easy. So. Das Problem, was wir jetzt haben, ist ein bisschen der Zeitdruck, denn wir wollen unsere Wurzeln, die jetzt natürlich Saugwurzeln sind, nicht allzu lange hier in dem trockenen Substrat stehen lassen, denn das trockene Substrat zieht natürlich auch Wasser. Und da könnte es passieren, dass unsere Wurzeln schnell leergezutschelt werden. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir das Problem, dass unser Neuaus... Doch, da ist er. Ich hätte fast gedacht, wir hätten ihn jetzt vergraben. Haben wir aber gar nicht. Der ist hier ganz, ganz eben zu sehen. Also der guckt gerade raus. Das ist gut. Okay, und jetzt nehmen wir hier zur Hand. Das packen wir schon mal wieder weg. Also das ist jetzt noch alles relativ locker. Hier bewegt sich auch alles, wenn ich das mache. Wenn ich jetzt aber mit unserer Gießkanne 2.0 hier ein bisschen Wasser drauf gebe, ist das alles fest. Ne? Wer in Physik aufgepasst hat, der weiß warum. So, le. Alright. Boah, das ist richtig fest. Und hier kippt jetzt auch nichts mehr um. Und das war's schon. Leute, einfacher geht's ja wohl nicht. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich guck mal, dass ich die jetzt noch ein bisschen gerader hinkriege. So. Drücke ich hier noch mal ein bisschen drauf. So, und wer da draußen sagt, mineralisches Substrat, da geht alles drin kaputt, der hat entweder schlechte Erfahrungen gemacht, aufgrund dessen, dass man selber Fehler gemacht hat, oder der hört sich einfach nur an, was irgendwelche Leute schreiben oder sagen und macht seine Erfahrung gar nicht selber. Das ist meine Meinung dazu. Okay. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ja, hier der Wasserstandsanzeiger, der sagt mir auf jeden Fall, hier könnte noch ein bisschen mehr Wasser rein. Machen wir gleich auch, aber das mache ich, wenn die Kamera aus ist. Das braucht er ja nicht unbedingt sehen. Ich werde jetzt altes Wasser hier nochmal rauskippen und dann nochmal ganz freshes, aufgedüngtes Wasser reinpacken. Und zwar, wie viel Dünger und wie viel Wasser, davon wird es dann nochmal ein extra Video geben. Da könnt ihr auch gerne mal die Glocke aktivieren und vorher natürlich den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr solche Videos oder das Düngervideo auch nicht verpassen, denn ich finde gerade Gießwasser mit Dünger und alles, was dazu gehört, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur, wenn wir Pflanzen in Erde haben, sondern auch hier vor allem im mineralischen Substrat. A und O, Leute. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Gefällt mir da. Wenn ihr eine Idee habt, was wir sonst mit den beiden, das sind ja zwei Pflanzen, wir können die auch noch immer hier rausholen. Wenn ihr eine andere Idee habt, was wir mit den beiden machen können, dann sagt es mir ruhig, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und beantworte auch in der Regel jeden Kommentar. Also Leute, macht es gut, kümmert euch um eure Pflanzen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.